Hello Friends, Michael Buchinger hier und herzlich willkommen aus dieser illustren Ecke meiner Wohnung. Ich habe euch gebeten, mir Fragen zu schicken auf Snapchat und auch auf Facebook dieses Mal, denn ich liebe Facebook nach wie vor. Das sind meine ganzen Verwandten, die Tante Gitti, der Onkel Norbert, mit denen kann ich dort chatten. Okay, ich will die erste Frage. Frank, Shreya? Wie geht's dir? Mir geht's super, danke. Ich hatte einen langen Tag, anstrengender Tag. Ich komme nämlich aus dem Urlaub zurück aus Kroatien und ich war da 2 Wochen lang und es war sehr angenehm, aber ich habe sehr wenige Leute gesehen, außer meinen Freund natürlich. Und auch meine imaginären Freunde, die waren ebenfalls dabei. Und jetzt wieder in einer Stadt zu sein, wo ständig Menschen sind, ist ein bisschen überfordernd. Ja, noch irgendwas? Was machst du? Daheim sitzen, mit meiner Kamera sprechen und meinen Kaktus streicheln. Ja. Mich würde interessieren, ob du ein guter Katzenpapa wärst. Nein, denn ich hasse Katzen. Und bevor ihr jetzt alle auf Entabonnieren klickt, falls ihr das aufgrund meines merkwürdigen Gesichtes und merkwürdigeren Humor noch nicht schon längst getan habt, ich bin allergisch auf Katzen. Leider, ich finde Katzen sehr süß und es sind wunderbare Kreaturen, aber jedes Mal, wenn ich eine sehe, muss ich niesen und weinen. Niesen wegen meiner Allergie und weinen, weil ich so traurig bin, weil ich gerne eine Katze hätte. Aber ich kann es nicht haben. Es ist wie Koks. Ich würde so gern. Siehst du, das macht mir Angst. Das ist so, das ist die Dunkelziffer. Das ist die wahre Gefahr, nicht die Ausländer. Hallo Michi, tut mir leid, dass ich mich wie jedes andere Mädchen jetzt nicht für dieses Video noch extra geschminkt habe. Ich wollte eigentlich nur fragen, wo man dich das nächste Mal treffen kann. Man wird mich am 31. Oktober in Eisenstadt im Burgenland treffen können. Und wann und wo das und in welchem Rahmen, das sage ich euch noch demnächst. Dafür müsst ihr mir einfach am besten folgen auf Instagram und Facebook. Dann werdet ihr diese Ankündigung auch nicht verpassen. Das ist gut, das habe ich gut gemacht. Cross-Promotion. In deinem Video erwähnst du, dass du andere Social-Media-Kanäle hast. Ich habe jetzt im Urlaub dein Buch gelesen und ich muss wirklich sagen, es war so herrlich zu lesen, so lustig. Ich freue mich schon auf dein nächstes. Oh, danke. Was sind so deine Zukunftspläne, bevor du stirbst und in Asche verstaubst oder so? Wow. Du bist ja sehr optimistisch, aber es ist richtig, wir alle werden zu Asche wahrscheinlich. Was hätte ich gerne? Ich hätte gerne so eine Karaffe aus Glas, wo mein Name eingraviert ist. Oh, Moment mal, die habe ich doch bereits. ich habe keine Ziele. Live life to the fullest, live every day like it's your last. Live love, love, happiness above all. Ja, solche Dinge. Wie dance du im... Wow, in deiner Wohnung ist es ja verrauchter als in jedem Reggae-Club. Wie tanze ich im Club, war deine Frage. So. Manchmal bin ich lächerlich und dann tanze ich so, wie andere Leute im Club tanzen. Und das finde ich dann lustig. Und dann finde ich es aber komisch, wenn andere Leute denken, ich meine das ernst. Das Leben ist nicht leicht. Ich habe nie behauptet, dass mein Leben leicht ist. Hi, ich wollte dich mal fragen, was so deine peinlichste Geschichte ist, als du betrunken warst. Ach, ich war früher immer betrunken. Immer peinlich, wenn ich betrunken war, so wollte ich sagen. Weil ich wollte immer cool sein und ich wollte mich mit den Leuten vernetzen und viele Menschen kannte ich beim Ausgehen, besonders über Facebook, weil ich ihre Facebook-Profile gestalkt habe und dann habe ich so gesehen, dass sie meinten, ihr Lieblingsfilm ist Clueless. Und wenn ich dann betrunken war, bin ich immer so hin und habe gesehen, ich habe gesehen auf Facebook, dein Lieblingsfilm ist Clueless. Ich habe, was ist dein liebstes Outfit in dem Film? Und ständig solche Dinge, einfach die Leute über komplett merkwürdige Dinge ausgefragt, die ich nur aus dem Internet wusste. Peinlich, peinlich. Und ins Taxi gekotzt. Hallo Michi, ich wollte dich fragen, hattest du schon einmal eine Katze? Und nein. Hat deine Katze auch in deine Schuhe gepinkelt? Nein. Weil unsere macht das und ach so. Wir wissen nicht, was wir dagegen tun sollen. Einschläfern. So, ich habe auch einige Fragen über das Internet bekommen und zwar über Facebook Messenger. Hast du als YouTuber eigentlich irgendein Mitspracherecht, welche Art von Werbung vor deinem Video gezeigt wird? Könntest du zum Beispiel sagen, dass du diesen scheußlichen Huber-Clip von der FPÖ nicht vor deinen Videos haben willst? Sehr viele Leute haben mir in letzter Zeit geschrieben und jeder hat es genauso geschrieben, wie auch du es schreibst, liebe Person. Und ich fand das lustig. Die
Materie an sich ist natürlich nicht lustig. Natürlich finde ich es nicht gut, aber ich kann jetzt auch nichts dagegen machen. Warum machst du so gerne Produktplatzierungen und Werbevideos? Das ist ja mal eine Frage. Ich habe in letzter Zeit einige Produktplatzierungen und Werbevideos gemacht. Ich muss mal nachsehen, wie viele. Von 36 Videos waren 6 Werbevideos. Ja, es ist ein Sechstel laut Adam Riese. Ich glaube nicht, dass Adam Riese derjenige war, der die... Okay. Ja, ich kann jetzt natürlich diese Standard-YouTuber-Antwort geben. So, oh, YouTube-Videos ist gratis und niemand zahlt etwas für meinen Kanal und deswegen mache ich Werbung. Aber ganz ehrlich, ich finde, ja, natürlich stimmt es einerseits, aber ich muss echt sagen, es macht mir wirklich Spaß, weil ich hier auch nicht Firmen auswähle. Also ich lehne auch sehr vieles ab. Ich lehne wirklich, was sind 80% ab, weil die Leute so sagen, Michael, möchtest du eine gratis Mitgliedschaft für einen Trampolinpark? Dann kannst du ein Jahr lang gratis hüpfen, wenn du ein Video darüber machst. Und ich bin 24, ich möchte nicht hüpfen. Was wollte ich sagen? Ja. Werbevideos. Ich liebe das einfach. Ich glaube, wenn ich nicht YouTuber wäre, dann würde ich liebend gerne in einer Werbeagentur arbeiten, denn ich mag einfach dieses ganze Ding mit den Konzepten und die Firmen oder die Agenturen haben dann so ein Konzept und es ist dann meine Aufgabe, mir für diese Kampagne ein passendes Video auszudenken und ich finde das, ich mache das so gern, weil ich das einfach sehr kreativ finde. Ich finde es viel leichter, zum Beispiel jetzt ist heute Freitag und ich brauche für Sonntag noch ein Video und die ganze Welt steht mir offen. Ich könnte jedes Video dieser Welt machen. Ich finde es aber viel leichter, Videos zu machen, wenn jemand sagt, Michael, bitte mach ein Video zum Thema Nächstenliebe, in dem unser Produkt, das neue Yo-Yo, vorkommt. Cool. Ich meine, damit kann ich was anfangen. Tja, das waren ja jetzt viele Fragen in Videoform und auch schriftlich. Wow, wir sind ja... Und da sagt noch jemand, Facebook ist tot. Ganze 2 Fragen über Facebook. Halleluja! Hey, super! Okay, danke, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart. Danke an alle Leute, die Fragen geschickt haben. Danke für euren jahrelangen Support. Oder vielleicht supportet ihr mich auch erst seit Wochen. Manche von euch, ich weiß es nicht. Danke und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!